Der Hof der Familie Burkhalter zu Landiswil. In den nächsten zwei Monaten sollen gut 60 Tonnen Äpfel zu 45'000 Liter Most verarbeitet werden. Da arbeitet die ganze Familie schon mal 16 Stunden pro Tag, 7 Tage in der Woche. An guten Tagen kommen schon mal an die 20 Leute bei Burkhalters vorbei, wie an diesem Morgen. Zwei Bauern aus der Region bringen ihre Äpfel mit dem Anhänger. Der Beat Burkhalter hilft beim Abladen. Die Äpfel aber müssen noch warten, bis sie zum Most verarbeitet werden können. Andere Kisten warten schon länger. Die angelieferten Äpfel werden in ein Becken geleert. Dort werden sie gewaschen und dann zerkleinert und auspresst. Was übrig bleibt, wird später den Kühen verfüttert. Der Saft landet in einer Plastikkiste. Später wird der frisch gepresste Äpfelsaft in die Kellerrache gepumpt. Dort landet er je nach Wunsch in einem 3, 5 oder 10 Liter Gefäß. Was nicht für die Läden in der Region abgepackt wird, können die Bauern selber wieder abholen.